Mia, unglaubliche Neuigkeiten. Das große Apfelstadtmuseum für Naturgesichte veranstaltet heute Abend ein Seminar über die verschiedenen Candice-Felsen aus den Steinobstbergen. Ein Seminar über Felsen? Das hört sich faszinierend an. Meine Süße, ich hoffe, dass ich einen sehr schönen, spannenden und lehrreichen Abend mit meinem kleinen Limönchen verbringen kann. Das wäre großartig. Bis später, Papa. Es ist echt toll, wie viel du und dein Papa gemeinsam haben. Hallo, meine liebste Tochter. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Coco Lachelle zeigt heute Abend ihre neue Modekollektion und ich habe 2 Tickets. Und weil ich dich so lieb habe, mein Zuckerschnäuzchen, hoffe ich, dass wir zusammen hingehen. Bis heute Abend. Limone, wie kannst du gleichzeitig beim Felsenseminar und auf der Modeschau... Was soll ich nur tun? Papa hat mir beigebracht, das Lernen zu lieben, aber Dad hat mir beigebracht, Mode zu lieben. Ich liebe beides. Egal, was ich auch tue, ich werde einen von beiden enttäuschen. Kann mich gar nicht entscheiden, bin wirklich sehr verwirrt. Wählen mag ich gar nicht, das ist richtig, mein Kopf schwirrt. Dies oder das, oder jene oder welche, ich kann hier gar nichts sehen. Bin total zwiegespalten, welchen Weg soll ich gehen? Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Ich glaube, ich möchte hier lang, nicht immer kreuz und quer, zurück und einmal umdrehen. Weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Rechts oder links oder rechts, hoch oder runter. Ich fühle mich nicht bereit. Bin total zwiegespalten und beide Seiten haben Streit. Wie auch immer ich wähle, eins von beiden verpasse ich. Ruiniert ist alles, das Glück ließ mich im Stich. Egal wie ich entscheide, die Antwort weiß ich. Bin hin und her gerissen, denn beide Seiten bin ich. Es gibt viele Stücke, wenn du Kuchen backst. Eine leckere Vielfalt, such aus, was du magst. Ja, es ist egal, alle sind wunderbar, was immer du auswählst hier. Was machst du denn hier? Ich habe eine Verabredung mit unserer Tochter. Und was machst du hier? Also, es gibt tatsächlich eine Ausstellung im Kumin-Thymian-Museum über die Geschichte der Mode in der Apfelgroßstadt. Ich dachte, wir könnten vielleicht alle zusammen hingehen. Wir können beide den Abend mit etwas verbringen, das wir lieben. Genau. Geschichte für dich und Mode für dich. Oh, Mia, wir lieben doch am meisten Zeit als Familie zu verbringen. Wir beide zusammen mit dir. Wie auch immer man es dreht und wendet, sie sind eine bezaubernde Familie. Ah, es ist so schön, in Ruhe backen zu können, ohne sich um den violetten Kuchenmann kümmern zu müssen. Na, Rotzbeere? Huh? Hallo, ihr crazy coolen jungen Leute. Habt ihr euch schon den total abgefahrenen neuen Laden auf der anderen Straßenseite angesehen? Die neue violette Kuchenstube. Sie ist voll super hot. Warum mit den lahmen, altmodischen Bäckern abhängen, wenn man bei Trendsettern shoppen kann? Schaut euch diesen total extra umgedrehten Muffin an. Der ist doch Hashtag Feuer-Emoji. Die Junge weiß, was cool ist. Kannst du mir sagen, warum alle die Backstuben verlassen? Das ist eine Katastrophe. Oh, alle Mann in mein Büro, Krisensitzung. Vielleicht doch besser zurück nach draußen. Unsere Kunden sind zur Kuchenstube abgewandert und ohne Kunden wird Sauerapfelmarmelade verärgert sein. Und wenn sie verärgert ist, wird sie mich feuern. Und wenn sie mich feuert, wird meine Mutter...
Kuchenstube ist beliebt, weil sie trendy ist. Also müssen wir ganz einfach trendiger sein. Ich habe alle aktuellen Trends und Marktforschung analysiert. Wenn wir ihnen folgen, können wir nicht scheitern. Bist du sicher? Ich bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt, nicht den Trends. Und alles ist bisher ziemlich gut gelaufen für mich. Die Vergangenheit ist nicht trendy. Die Gegenwart ist trendy. Streich das. Die Zukunft ist trendy. Okay, aber im Ernst. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber Brotpudding ist unser Freund und... Erdbeeren sind nicht im Trend. Smoothies sind sowas von gestern. Was die Leute heute wollen, sind Erdnussbutterskulpturen von Prominenten mit gesalzener Karamellsoße. Oh Mann, was? Haustierparaden sind bei Tic-Taco sehr beliebt. Abmarsch! Die Daten zeigen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Sekunde zu Sekunde abnimmt. Arbeitet mit dreifacher... Nein. Vierfacher Geschwindigkeit, Leute! Ausreichend. Wir haben den Nostalgietrend noch nicht erreicht. Emily! Sieh das an! Im Ernst? Ich finde, wir sollten uns lieber auf etwas Einfaches... Wir müssen jetzt mit fünffacher Geschwindigkeit arbeiten. Schönere Tierparade! Mehr Mayonnaise auf die Skulptur! Oh Mann, was? Schneller, schöner, wo bleibt die Nostalgie? Hey, ich weiß, du gibst dir wirklich viel Mühe. Aber ich glaube, du solltest auf dein Bauchgefühl hören. Klassische Designs sind out, Roboter sind in. Bringt mir den Kuchenator! Ein Roboter? Echt jetzt? Warum waren die Angaben nur falsch? Was war das? Das ist mein lieber Bärenofen. Vorhin habe ich mein Bauchgefühl gefragt, was für heute gut wäre. Und die Antwort war Zuckerplätzchenzöpfe. Zuckerplätzchenzöpfe sind nicht im Trend. Zuckerplätzchenzöpfe sind nie im Trend. Sind das Zuckerplätzchenzöpfe? Um die besten Rezepte für deinen Bauch zu finden, musst du manchmal auf dein Bauchgefühl vertrauen. Komm zurück! Ich habe einen Rap darüber geschrieben, wie toll die Kuchenstube ist. Ich bin der violette Kuchenmann und ich sage euch, an meinem Essen kann sich keiner messen. Weißt du, manche Bären sind einfach zu sehr auf Trends fixiert. Was? Willkommen in meinem Keller. Seid ihr bereit für die epischste, verrückteste, krasseste Pyjama-Party, die ihr je erlebt habt? Eure Gehirne könnten explodieren. Silly ist total aufgeregt wegen ihrer ersten großen Pyjama-Party. Das ist wirklich süß. Heute Abend darf nichts schiefgehen. Alles muss einfach nur perfekt sein. Sillychen! Wollen deine besten Bärenfreundinnen ein paar Pizza-Bagel, Hühnchen-Takitos, Jalapeno-Poppers? Na, was meint ihr? Papa, die besten Bäckerinnen der Backstuben wollen keine tiefgefrorenen Appetithäppchen. Aber ich mag Pizza-Bagels. Ach, entschuldigt bitte. Ihr habt ja keine Ahnung, was für eine unglaubliche Nacht auf euch wartet. Ich präsentiere den Party-Pyjamomat 99.537. Wow. Yeah, 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 yeah. Ja, sie finden ihn toll. Ist das normal, dass die Maschine sowas macht? Okay, das ist dann wohl ein Nein. Das hab ich gleich wieder. Moment. Okay, okay. Hey, alles klar bei euch? Das war eine größere Explosion als die, die wir sonst haben. Uns geht's gut, Papa. Der Strom ist gleich wieder da. Oh, der Strom ist in der ganzen Stadt ausgefallen, mein Kleines. Ich schätze, wir können absolut gar nichts dagegen tun. Im Ernst, Papa? Wisst ihr, früher habe ich ziemlich epische Pyjama-Partys veranstaltet. Ich habe einen Partyordner mit einem ganzen Kapitel über Spiele, die man im Dunkeln spielen kann. Oder wenn ihr lieber... Es ist eine Party ohne Papas. Bitte. Okay, verstanden. Wenn du mich brauchst, ich bin dann mal oben. Keine
Sorge. Ich krieg das wieder hin. Wir können immer noch Spaß haben. Silly, wir machen uns keine Sorgen. Wir könnten Armdrücken mit dem Handroboter 5000 spielen oder Ringen mit dem Greifmeister 3000. Nein, die brauchen Strom. Wie wäre es mit der Deckenfestung 33.000? Wir können ein mehrstöckiges Deckenlabyrinth bauen, ganz ohne Strom. Okay, Strom ist eindeutig besser. Ich kann das mit Batterien zum Laufen bringen. Ich brauche nur 10.433 AA-Batterien. Vielleicht lassen wir den Party-Pyjamomat 9011 oder so ähnlich einfach in Ruhe. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Was? Warum sollten wir nach Hause wollen? Ich weiß nicht. Weil mein Vater peinlich ist, meine Maschine zerstört ist und ich Pyjama-Partys praktisch für immer und ewig ruiniert habe. Silly, das ist doch alles überhaupt nicht wichtig. Wir sind hier, weil wir dich mögen. Du brauchst uns nicht zu beeindrucken. Wir haben zusammen Spaß, egal was wir tun. Wirklich? Absolut. Und außerdem rechnen wir alle mittlerweile schon mit Explosionen. Und ein Stromausfall in der ganzen Stadt. Ich finde, oh, das ist beeindruckend. Ah, das ist es, oder? Also, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Nein. Aber ich kenne jemanden, der sich das Gleiche für heute Abend wünscht wie du. Papa? Meine Freundin und ich wollten dich... Ich weiß das perfekte Spiel! Meine Pyjama-Party war einfach perfekt, weil meine Freundinnen mich so mögen, wie ich bin. Heilig dich, Bonnie! Erwischt! Taschenlampenticken ist wirklich super cool! Hey, der Strom ist wieder da. Dann können wir ja jetzt auch die anderen Spiele spielen. Ah, wir haben doch schon Spaß. Oh, man weiß, dass es heiß ist, wenn man keinen Ofen braucht, um Kekse zu backen. Wir brauchen erfrischende Ideen und wir brauchen sie schnell. Wir können erfrischende Gedanken denken. Kalt, Schnee, Gletscher. In der Sonne, heiß, schmelzen. Nein! Die erfrischenden Gedanken sind verbrannt. Wenn ich jetzt im Erdbeerland wäre, wäre das der perfekte Tag für ein Bad in unserem alten Wasserloch. Wasser? Loch? Weiß sie eigentlich, mit wem sie hier spricht? Also ich finde, Schwimmen hört sich super an. Leider befindet sich der einzige Pool der Stadt im Goldenen Krusten Social Club. Und der ist sehr exklusiv. Ich wette, dass sie an einem Tag wie heute eine Ausnahme machen. Vor allem, wenn wir ganz nett fragen. Nein. Oh, es ist so ein heißer Tag. Meinen Sie nicht, dass Sie den Pool für alle öffnen sollten, damit sich jeder in der Stadt abkühlen kann? Der Goldene Krustenclub ist nur für Mitglieder zugänglich. Habt ihr verstanden? Aber es ist doch überhaupt niemand im Pool. Und es trägt auch niemand Badesachen. Deren Pool, deren Angelegenheit. Wenigstens hast du es versucht, Emily. Oh, wir kommen da schon noch rein. Kann mein armes Kätzchen sich bitte in ihrem Pool abkühlen? Nein. Mein Freund hat ein Lied über das Teilen geschrieben. Nein. Die Förderung der exklusiven Nutzung eines Pools, die rein auf einem kapitalistischen System basiert, führt zu einem ungerechten Kassensystem, das besonders ungerecht ist. Bitte, bitte, sacre bleu, Monsieur, der Gefrierschrank in der Küche ist kaputt. Die ganze Eiscreme schmilzt und die Fische schwimmen weg, mon Dieu. Was? Das ist eine Katastrophe. Schau dich um, sieh, was es noch so gibt. Riskier was, probier aus, was dir noch liegt. Oh, gibt's nen Weg, um einfach nur du zu sein? Los, komm, los, komm, probier. Spaß. Keine Angst, sei einfach albern, wenn du willst. Sei ein Blitz und schau, wie schnell du schon bist. Hey! Komm und schweb, entdecke, wie gut
Kretschmer hat Spaß, sei schräg bis auf dem richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude und ganz viel Lachen. Und dann ein Spritzer Spaß. Es ist nicht leicht, sich mal zu trauen, einfach zu sich zu stehen. Mach dein Ding und posier, sei albern, ja, so geht's. Und dann im nächsten Augenblick, da machst du einfach klar. Ne Prise Freude, Spritzer Spaß, so soll's für immer sein. Mach, was du machen willst, sei wer du sein willst. Trau'n Spar, hab Spaß, sei schräg bis auf den richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude und dann ein Spritzer Spaß. Mach, was du machen willst, sei wer du sein willst. Trau'n Spar, hab Spaß, sei schräg bis auf den richtigen Weg. Komm und zeig, was alles in dir steckt. Eine Prise Freude und dann ein Spritzer Spaß. Erdbeer-Buttercreme, Zitrus-Karamell-Knusper, Heidelbeer-Mousse, Himbeer-Gelee und zwei Erdbeeren obendrauf. Ich kann nicht glauben, dass Sauerapfelmarmelade Benoffis Geburtstagsparty hier im Gewächshaus feiert. Ich kann nicht glauben, dass sie uns gebeten hat, die Torte zu backen. Ist sie zu groß? Sauerapfelmarmelade sagte, je größer, desto besser. Ich frag mich, was sie vorhat. Wo ist der Haken? Kein Haken. Einfach nur gutes, ehrliches Backen. Und Benoffi wird es super finden. Nicht, wenn sie die Torte nie sieht. Wo kommt ihr beide denn her? Vom Kumin-Thymian-Museum, wo Benoffis Geburtstagsparty ist. Habt ihr nicht gehört? Sie wurde verlegt. Oh, aber wie transportiert ihr eine so große Torte in den nächsten 20 Minuten? Und da ist der Haken. Machen Sie sich keine Sorgen. Emily Erdbeer und Honey Himbeer wissen, wie wichtig das ist. Ich bin mir sicher, sie werden Sie nicht enttäuschen. Wo bleiben die denn? Ich glaub's einfach nicht. Sie hat die Party verlegt und uns nichts davon gesagt. Weniger jammern, mehr schieben. Wir haben weniger als 20 Minuten. Egal, komm weiter. Okay, durch den Park und mit der U-Bahn in die Innenstadt. Dann sind wir da. Was? Wie sollen wir denn da bloß durchkommen? Keine Zeit zum Nachdenken, einfach machen. Wir verpassen die Party, enttäuschen Benoffi und stehen wie schlechte Wetterin da. Wir müssen positiv denken. Wir schaffen es. Schildkrötenherde, aber was genau liefert ihr denn? Eine Speziallieferung für Benoffi. Wir dachten, du magst bestimmt einen dramatischen Auftritt. Schließlich geht es bei Benoffi immer um die Präsentation. Es war nicht schwer herauszufinden, was passiert war. Überall in der Stadt lagen Tortenschichten verteilt. Scheint so, als könntest du alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Wenn man gute Freunde hat, ist einfach alles ein Kinderspiel.
Heute ist ein großer Tag. Und für große Tage braucht man leckere Leckerbissen. Man kann ja schließlich Leckerbissen der Stadt nicht ohne leckere Leckereien gucken. Versteht ihr? Sie sehen aus wie die Stadt. Warum bist du so aufgeregt? Sauerapfelmarmelade ist Gastjurorin bei Leckerbissen der Stadt. Eine süße Landbäckerin, die in die Stadt gezogen ist, um all ihre köstlichen Träume wahr werden zu lassen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Anscheinend will sie eine große Ankündigung machen. Kiki, ich habe schon so ziemlich alles gemacht, wovon ich geträumt habe, wenn es ums Backen geht. Also habe ich mir gesagt, Sauerapfel, was wird wohl deine Kirsche auf dem Sahnehäubchen sein? Nun, ich freue mich wie ein Opossum in einem Petunienbeet, das neue Zuhause für meine Backzentrale bekannt zu geben. Die Backstuben der Apfelgroßstadt. Was? Soll das heißen, Sauerapfelmarmelade übernimmt die Backstuben? Ob Brotpudding das schon weiß? Nein! Er weiß es. Wenn ich nicht mehr stellvertretender Manager der Backstuben bin und keine Bären mehr herumkommandieren kann, wer bin ich dann? Ja, er ist kaputt. Was bedeutet das für die Backstuben? Fliegen wir jetzt hier raus! Okay, jetzt kommt erstmal alle wieder runter. Wenn ich ganz tief durchatme und all die Energie um mich herum aufnehme, kann ich die Dinge klarer sehen. Ganz genau, ja! Ich danke dir sehr, Bonnie. Es ist Zeit für Panik. Hört sofort auf! Stopp! Ich bin sicher, dass alles gut gehen wird. Sauerapfelmarmelade ist eine der nettesten Bäckerinnen der Stadt. So wie ich. Sie hat diesen ländlichen Charme. So wie ich. Wir reden miteinander von Landbäckerin zu Landbäckerin. Landbäckerin zu Landbäckerin, was soll das denn heißen? Na, ihr? Schaut nicht alle so deprimiert rein wie ein Haufen Delfine in der Wüste. Was ist denn los? Hallo, Emily Erdbeer. Meine Freunde sind alle so besorgt wie ein Wal in einem Weizenfeld, aber ich wusste, dass sie die Angelegenheit sofort klarstellen würden. Ah ja, das heißt es also. Natürlich seid ihr alle besorgt nach euren Erfahrungen mit dem miesen, violetten Kuchenmann. Das hier ist was ganz anderes. Leite ich jetzt die Backstuben? Ja, aber ich möchte kaum etwas ändern. Ihr habt nichts zu befürchten. Seht ihr? Wir haben nichts zu befürchten. So, ich gehe jetzt zum Gewächshaus, meinem Hauptgeschäftssitz und Geschenkladen. Käsestrudel und Kirschstreusel teilen euch die neuen Regeln mit. Wir sind heilige Konfitüre! Nimm doch das! Lest das! Lebt das! Ein paar neue Regeln sind keine große Angelegenheit. Was? Niemand darf ohne ausdrückliche Genehmigung von Sauerapfelmarmelade Folgendes verkaufen. Backwaren? Getränke? Smoothies? Mars und auf Eis? Das ist eine unglaublich spezifische Liste. Ich sehe ein paar No-Gos. Okay, nicht das, was wir erwartet haben. Aber ich bin sicher, das ist kein Problem, das wir nicht lösen können. Können. Die neuen Regeln von Sauerapfelmarmelade ruinieren die Backstuben. Aber ich bin sicher, wenn ich es ihr nett und freundlich erkläre, wird sie es schon verstehen. Das verstehe ich nicht. Regeln sind Regeln. Ich kann nicht zulassen, dass ihr die gleichen Waren verkauft wie ich. Das wäre ziemlich schlecht für mein Geschäft. Aber so eine kleine süße Landbeere wie du wird mir doch keine Probleme machen, oder? Also... Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dieser Muffin ist ein Verstoß gegen die... Ich esse ihn, ich verkaufe ihn nicht! Was für eine seltsame Beere. Was ist denn hier los? Willkommen bei der Widerstandsbewegung. Süß!
Wie kann ich helfen? Also, wir haben Plakate und planen eine Demo. Aber ich glaube, wir brauchen etwas Größeres. Irgendeine Idee? Wenn wir nicht verkaufen dürfen, was wir normalerweise verkaufen, dann müssen wir eben was anderes verkaufen. Super Idee, Emily! Wenn keiner von uns seine eigenen Leckereien verkaufen darf, dann arbeiten wir eben alle zusammen und verkaufen etwas völlig Neues! Läufer schief, mal drunter und drüber. Wenn Soufflés einfallen und Kekse sind hinüber. Hör, was wir dir erzählen. Wir drehen jetzt mal auf, werden neue Wege gehen. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Oh, süßer Sieg, tu es mit Mut, dann wird es gut. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Denn wir sind süß und stark, wir machen uns bereit. Es gibt kein Halt, sind wir vereinigt. Wir machen weiter, bis hier alles ist bereinigt. Und es gibt nichts, nichts, was wir nicht können. Drum back nur weiter, bis dann endlich wir gewinnen. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Oh, süßer Sieg, wir sind bereit, ja, alle Zeit. Oh, süßer Sieg, steh auf und kämpf. Denn wir sind süß und stark, wir machen uns bereit. Kein Aufgeben, wir schweigen nicht, wir wissen, worum es geht. Wir backen und die Welt wird schön, der Wind des Sieges weht. Wenn schwierig wird, nur weitermachen. Unsere Freundschaft lässt uns lachen. Zusammen können wir's schaffen. Sind klug und stark und süß, oh süßer Sieg. Läufer schief, mal drunter und drüber. Oh süßer Sieg. Wenn so Flitz einfallen und Kekse sind hinüber. Zusammen sein ist, was ich mag. Zusammen retten wir den Tag. Oh süßer Sieg. 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 Was soll das denn werden? Es ist keine Backware, kein Smoothie, Getränk oder Eis, sondern alles in einem. Wir halten uns also an ihre Regeln und die Bären scheinen es sehr zu mögen. Aha. Na, das ist ja sehr schlau von dir. Und auch sehr erfolgreich. Vielleicht sollte ich wieder die Dinge verkaufen, die ihr vorher verkauft habt. Großartig. Großartig. Großartig? Großartig.